jetzt im Orbit von Kadera. Sie sollten sich von Drake nicht so außer Fassung bringen lassen. Er meint es gut. Er bringt mich nicht außer Fassung. Moment, glaubt er das etwa? Dann habe ich wohl die Oberhand gewonnen. Da wären wir. Kann's losgehen? Sie hatten recht. Die Aussicht ist traumhaft. Dabei sind wir noch nicht mal oben. Ich wette, ich bin schneller. Ein Rennen? Darauf? Nicht reden, klettern. Na los, Pathfinder. Und keine Jetpacks. Betrüger mag niemand. Na dann mal los. Ihnen werde ich's zeigen. Ganz bestimmt. Hochmut kommt vor dem Fall. Haben Sie Spaß? Ich hab's Ihnen echt gezeigt. Oh ja, wirklich beeindruckend. Wow, so wird es überall sein, oder? Nein, besser. Ich habe mich 14 Monate gefragt, ob es ein Fehler war, hierher zu kommen und meine Schwester mitzuschleifen. Nein, jetzt nicht mehr. An Bord der Tempest zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine wilde Reise, hä? Wild und fantastisch.
Alle Systeme im grünen Bereich sind jetzt im Orbit von Kadara. Die Moschei sagte, sie würden sich noch an die Ankunft der Ket erinnern. Ja. Der älteste Freund meines Vaters wurde damals zu Wohls Botschafter bei den Ket ernannt. Als er aufbrach, umarmten sie sich wie Brüder. Alles, was uns die Ket später wieder zurückschickten, war sein Abzeichen. Und eine Holoaufnahme, die ich mir nicht ansehen durfte. Ich war zu jung, um zu begreifen, warum alle dort derart verängstigt waren. Oder warum mein Vater monatelang trauerte. Ich kann mir vorstellen, wie erschreckend das für ein Kind gewesen sein muss. Was mir am meisten Angst gemacht hat, war mit anzusehen, wie hilflos sich meine Eltern fühlten. All unsere Anführer waren verstört und verängstigt. Der Schrecken ließ uns zögern. Und das nutzten die Ket, um uns anzugreifen. Dasselbe werden sie auch bei Ihnen versuchen. Seien Sie darauf vorbereitet. Genießen Sie ein wenig Luxus. Paripo frisch von Wie ich sehe, haben Sie noch keinen Ärger gemacht. Gut so. Bei mir finden Sie alles für den täglichen Bedarf. Das Set ist nicht vollständig, aber du könntest damit vielleicht die Montur fertigstellen. Die Moschei war der Meinung, sie würden gern hören, welche Erfahrungen ich mit den Ket gemacht habe, um daraus lernen zu können. Auf jeden Fall. Erzählen Sie mir davon. Es war kurz nach Ihrer Ankunft. Ich war auf einem zivilen Shuttle nach Volt, als wir die Nachricht erhielten, der Raumhafen sei abgeriegelt worden. Der Grund waren angeblich Sicherheitsbedenken wegen der Ket. Wir sollten auf einem nahen Mond landen und auf Entwarnung warten. Anstatt zu landen, machte der Captain unseres Shuttles allerdings kehrt. Er sagte, irgendetwas fühle sich falsch an.
Später haben wir dann erfahren, dass die Nachricht von den Cat kam, um uns zu isolieren und gefangen zu nehmen. Der Captain hatte uns das Leben gerettet. Der Feind setzt Verwirrungstaktiken ein, um Jagd auf die Wehrlosen zu machen. Ja, viele Shuttles haben der gefälschten Anweisung Folge geleistet. Die Leute an Bord wurden nie wieder gesehen. Die Muschel meinte, wir sollten uns unterhalten. Sie hat mir erzählt, sie würden sich noch an die Ankunft der Cat erinnern. Das ist richtig. Einer von ihnen kam in unsere Stadt auf Haval, um uns großzügige Geschenke anzubieten. Wir säumten die Straßen, um zuzusehen, wie das Alien sie gemeinsam mit unserem Botschafter entlangschritt. Als es an uns vorbeikam, blieb es stehen und kniete sich vor mir hin. Ich träume noch heute davon, was es damals sagte. Du, junger Mann, bist für Großes bestimmt. Die Cat haben ihr Volk mit vermeintlicher Freundschaft geködert. Ja, und es hat funktioniert. Ein Monat später verschwand unser Rat und unsere Stadt stürzte ins Chaos. Als die Cat das nächste Mal zu uns kam, wollten sie uns erobern, als wir am schwächsten waren. Sie sind gerissen. Sie wissen, was sie sich wünschen und bieten es ihnen an. Seien Sie vorsichtig. Alle Systeme im grünen Bereich. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Dieser Archon betrachtet uns bestenfalls als Tiere. Für ihn sind alle nur Marionetten. Ich wusste nicht, dass Sam das mit seinem Pathfinder machen kann. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?
Ich habe nur ein paar blaue Flecke. Meine Vitalwerte sind vollkommen in Ordnung. Ich hoffe nur, diese Probe, die er genommen hat, wird nicht zu einem Problem. Einen weiteren Pathfinder zu verlieren ist... Naja, zumindest können die Cat die Kroganer nicht im Aufstieg unterziehen. Tut mir leid, ich schweife ab. Wollten Sie etwas von mir? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Kann ich Ihnen helfen? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Haben Sie die Komponenten gekauft? Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Goda Tavetera. Die Trilogie Loleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. Unser Streit ärgert mich immer noch. Aber ich muss sagen, ich bin auch stolz, Teil des Teams zu sein, das in das Schiff des Archons eingedrungen ist. Ich bin auch stolz. Wir sollten uns auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren. Ich bin bereit für weitere Gespräche. Jetzt oder später. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Hey, Ryder, was gibt's? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Hey, Ryder. Ich habe über unseren Auftritt im Flaggschiff des Archons nachgedacht. Nur damit Sie es wissen. Wenn Sie nochmal sterben, beschwere ich mich in der Personalabteilung über Sie. Also lassen Sie das. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Reden wir später weiter. Alles klar. Ich habe das Gefühl, die Dinge entwickeln sich langsam tatsächlich zum Positiven. Dass die Salarianer wieder bei uns sind, ist einfach großartig. Ich wünschte nur, wir hätten auch Raker retten können. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten.
Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden.